Endlich! Nach über 40 Jahren öffnet der Immenhof am 17. Januar 2019 für Fans wieder seine Pforten. Gesicht der Neuauflage ist Newcomerin Lea Holtwig. Und die ist mit ihren zarten 16 Jahren nicht nur super jung, sondern hatte auch noch nie etwas mit dem Schauspielbusiness am Hut. Doch das Treffen zwischen Regisseurin Sharon von Wietersheim und Lea, die bereits mit 14 Jahren von einem Model-Scout entdeckt wurde, erwies sich als echte Fügung. Denn über 3 Jahre wurde nach dem richtigen Mädchen gesucht. Ich habe dann meine frühere Agentin angerufen, bei der ich vor Jahrzehnten in der Agentur war, Luisa von Minkwitz, und ich sagte: Luisa, hör zu, ich bin so verzweifelt, ich drehe in 4 Wochen, ich brauche ein Mädel, hast nicht eine, die ein bisschen nett aussieht und auch mit Pferden kann? Und dann sagt sie: habe ich! Und dann schickte sie mir 4 und dann habe ich quasi sofort sie gesehen und habe sie eingeladen. Sie war auch die Einzige, die ich eingeladen habe, die andere war zu jung. Am Ende war es ein selbstgedrehtes Video, das Sharon wohl einmal mehr überzeugte, Lea zum Casting einzuladen. Und die Person, die da ihre Finger mit im Spiel hatte, war eine ganz besondere. Und dann hat aber die Mama etwas gemacht und da musst du der Mama wirklich, also da wirst du die Mama von der nächsten Gage einladen. Ja, wirklich, das bist du ihr nötig. Da hat die Mama, die ja auch in einem Filmproduktion arbeitet, hat die Lea genommen, hat sie auf dem Pferd von der Mama abgefilmt, wie sie geritten ist, hat mit ihr den Join abgemacht, der kommt bei uns im Film vor. Und dann ist die Lea weggeritten in den Sonnenuntergang, hat die Mama auch toll gemacht, hat dann noch diesen hier gemacht und dann haben sie natürlich noch vom Immenhof die Musik drunter. Also wir wurden natürlich manipuliert auf Teufel komm raus. Ja, richtig viel Einschlagen. Ein echtes Dreamteam, die beiden, oder? Solltet ihr euch jetzt selbst von Leas Talent überzeugen wollen, dann könnt ihr seit dem 17. Januar 2019 Immenhof das Abenteuer eines Sommers im Kino sehen.